Alles Schreiben beginnt mit einer Feder, Tusche, einem Blatt Papier, mit einer ersten Idee und natürlich der Lust, sich mit viel Ruhe auf einen Text, Buchstabe für Buchstabe, einzulassen. Bevor ein Schriftbild entsteht, gilt es, sich ein wenig warm zu schreiben. Dazu dient das Schreiben von Alphabeten oder einfachen Wörtern. Dabei geschieht es spürbar, dass der Körper des Schreibers zur Ruhe kommt, sich auf das Papier vor ihm einlässt und eins wird, mit der stillen Kunst eine Feder zu führen. Im Kurs von Anja Eichen lernen die Kursteilnehmer zuallererst, die Feder zu halten, diese mit Tusche zu befüllen und beim Schreiben immer einen bestimmten Winkel der Feder zum Papier einzuhalten. Natürlich folgen die ersten Grundschriften ganz bald, wie die Uncialis, die Antiqua oder die gotische Minuskel. Mit diesen grundlegenden Schriftarten können erste Texte geschrieben und Erfahrungen mit der Feder und Tusche gesammelt werden. Eine Karte, bunte Sprüche oder kreativ gestaltete Glückwünsche entstehen. Je nach Fortschritt und Fertigkeit wird jeder einzelne Teilnehmer des Kurses individuell betreut, angeleitet und ermutigt, auch neue Wege zu gehen. Sie werden angeregt, das kleine Format eines DIN A4-Blattes oder einer Klappkarte zu überwinden, um auf ein größeres Format umzusteigen und hier mit dem ganzen Schwung des Armes zu arbeiten, aber dabei nicht den Sinn für das Detail an jeder Schrift zu verlieren. Es kann auch gerne der Einfluss der eigenen Handschrift spürbar werden und neue Schriften im Laufe des Kurses entstehen lassen, mit denen dann immer wieder spielerisch und experimentell individuelle Akzente gesetzt werden können. Der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten und der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Probieren Sie es aus und spüren Sie die Freude am Schreiben.